Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Ich war mit dem Mark Acker Handwerker und dem Sascha unterwegs auf der alten Map und wir haben sofort den Boss gefunden oben im Spaghettihaus. Wer wissen will, warum das Spaghettihaus heißt, ich verlinke euch das jetzt mal hier oben rechts. Aber die alteingesessenen Zuschauer, die wissen das wahrscheinlich. Ja, es war eine sehr actiongeladene Runde, aber ich möchte jetzt auch nicht mehr verraten, sondern wünsche euch ganz viel Spaß. Würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, würde mich über ein Abo freuen. Wie habe ich denn eben Algorithmus ausgesprochen? Wünsche euch ganz viel Spaß. Haut rein. Wollt ihr nach der Runde hier noch eine Duo-Runde spielen? Weil ich muss dann mit Flip noch eine kleine Runde gehen. Der nervt mich schon gerade. Der steht die ganze Zeit hier neben mir. Wie spät haben wir es denn? Viertel vor 11. Ja, weil um 11:15 kommt Daniel dann. Ja, Aber ja. ja, ich muss mit Flip gehen, ob ich will oder nicht. Nee, ich meinte jetzt, ob sich dann überhaupt noch Dings lohnt. Ja, müssen wir gucken, wie lange die Runde dauert jetzt hier. Oh, wir sind da. Es könnte eine schnelle Oh. Runde werden. Ich hab Sticky. Ab ins Spaghettihaus. Jetzt ganz rein. Sascha, du darfst nicht rein, wenn es geht. Bin ich nicht, bin ich nicht. Okay. Hab ich nicht gekriegt. Hallo, nun komm doch mal hierher. Ah. Ja. Da ist er. Sehr schön. Wenigstens das klappt immer noch. Ja. Wird schon sonst nichts klappen. Wo machen wir die Stacheldraht hin? Wo du willst. Also ich würde gar nicht so viel zumachen. Dann mache ich mal die Seite hier. Weil, sonst kommen wir selber nicht gescheit raus. Ja. Oh, Kürbis! Ich habe einen gefunden. Ja, seitdem ich das so kenne mit der Sticky und dem Meuchler, da ist jetzt mittlerweile der Meuchler mein liebster Boss. Geht schnell, ne? Ja. Und vor allem, dass er halt dann instant tot ist, ne? Nein, nicht immer, ab und zu. Hab ein. Nein, ins Wasser geworfen. Tor hier oben aufgemacht. Shotgun vor dem Tor. Ja. Ach, ihr habt keine Pumpe, ne? Nein, ich hab Ich komme, Mosi. ich komme. Oh shit. Achtung, weg, weg vor mir. Einer tot. Scheiße, jetzt ist unten der wahrscheinlich im Wasser aufgehoben worden. Der steht hier vor! Ich brauche Hilfe! Wo? Oh, vorm Schiebetor. Ich wäre fast tot gewesen. Aber direkt davor hat er gestanden. Ja, er hat den aufgehoben, ich hab's gehört. Unten ist noch einer Richtung Norden. Sind zwei hier unten. Okay. Nicht ans Fenster, die aimen dahin. Einer kommt hier hoch. Achtung, Granate. Granate! Nein! Ja, da sind fünf Leute. Mich abgeschossen, ich bin aber holbar da.
Müsstest dich nur vor mich stellen, glaube ich. Fuck, ich habe einen großen Balken verloren. Jetzt schießt das andere Team auf die, das ist schon mal ganz nett. Einer von euch am Looten? Nee. Hier hinten Leiter hoch. Hat Hit. Tür wieder zugemacht. Hat nochmal Hit. Ist abgehauen. Hat den einer von euch? Nee, ne? Nein, das ist ein anderes Team. Sind mittlerweile alle hier, glaube ich. Ja. Hat Hit? Hast du ihn? Nee. Nein, ein anderes Team. Ach Gott, ich denke immer, einer von hinten schießt. Also einer ist hier direkt vor der Tür, einer ist 75 und zwei sind 195. Ja. Ach, ich habe ja 75 auch Sicht, ist der dicht. Sie hat sich geheilt. 75? Nee, der ist, glaube ich, da hinten in dem Haus. Alles klar. Danke. Jo. Ist tot. Ich steig hier wieder rein. Ich habe keine Sekunden mehr. Ich guck kurz. Hier unten sind drei Mann unter uns. Genau drei Mann. Ja. Das ist wahrscheinlich dann das letzte, also ne, das Team, was zuletzt angekommen ist. Ja. Einer wirft was? Oh ja, nicht nur einer, zwei sogar. Einer ist genau hier unten. Unter mir. Ja. Einer ist da im weißen Haus. Einer hat einen Bogen oder sowas oder ja. Armbrust. Ja, Mini-Arm, also Handarmbrust. Handarmbrust? Ja. Der wurde ich gekillt. Jetzt noch ein Team. Ich glaube, es sind mehrere Leute. Ist noch mal Heilung, falls jemand braucht? Noch nicht. Einer ist da hinten hinterm weißen Haus, hat Hit. White Shirt, ne? Nee, Red Shirt mit weißer Weste. Okay, ein White Shirt flitzt da auch rum. Warte mal, nee, ich meine das andere weiße Haus, sorry. Achso. Ganz klar. Hat er Glück, dass der blöde Kran da dazwischen ist. Ärgerlich. Thank you.
Jetzt hat die. Ja, da ist das White Shirt jetzt dahinter. Hm. Der hat die Sparks. Hm, der ist gemoved, ich hab das gesehen. Und er hat jetzt genauso gegen den Kran geschossen wie du. Okay. Oh, und einer muss hier unter mir sein noch. Hat einer von euch noch Sekunden? Ah ne, ich hab ja auch drei hab ich, ne? Ja. Guck dich mal um, Jan, bitte. Ja, warte. Unter uns, unterm Haus zwei Mann und da hinten Richtung Nordwesten zwei Mann. Also direkt unter euch sind zwei. Direkt unter euch. Das wollte ich nicht. Ja, ich pack gleich das Messer aus. Sehr schön. Ein. Oh, der hat Hit. Von euch einer, dem gehittet? Nein. Nein. Das war einer von. Ich habe nur noch 50 HP jetzt. Scheiße. Na, der wird die alte jetzt aufheben. Die liegt genau vorm Zaun, ne? Die kann der nicht so leicht aufheben. Oder er hat sich. Oh, schöner Schuss. White Shirt ist weg. Nice, nice, nice. Aber der hat nach hinten gezielt, dass wenn da noch was ist. Ja. Der Poncho-Typ ist halt irgendwo hier hinter. Ich guck kurz, warte. Die sind wieder zwei dahinter. Ja, ja, der hat die alte aufgehoben. Scheiße. Eine Sekunde nur noch. Die ist aber ultra low, ne? Die, der reicht, glaube ich. Die habe ich schon zweimal gedownt jetzt. Ja. Ich kann nicht mehr pieken jetzt. Obwohl, wir haben die Bounty. Theoretisch können wir ständig auf. Hinter dem roten oder was meintet ihr? Mm. Ja, genau. Hinter dem roten irgendwo. Einer tot? Ja. Dahinter. Also, aber ich war das nicht. Da ist die andere. Ist jetzt hin zu ihm? Nee, ist nicht hin. Steht da immer noch. Die Sparks. Okay. Wieder einer tot? Nein, einer ist hingegangen. Ja, aber das war im Nordwesten, ne? Ja, ja. Jan, mach mal rundum. Hab ein. Sehr sauber. Schön. Warte. Ich hab nur eine Sekunde. Einer hier hinter, da wo du hinläufst. Und einer hinten Richtung Nordwesten. Und die hat eine Schrotflinte, Alter. Ich raste aus. Wo? Boah. Ah, ich sehe sie. Hat aufgehoben. Der ist wieder tot. Hab sie. Sehr geil. Willst du noch mal looten? Da kommt das andere Team. Oben drauf, ja. Mann. Die ist in der Bärenfalle gelaufen. Oh Gott. Oh ja, mein Retter. Ich häng fest. Schnell. Oh Scheiße, 50 AP. Ich loote mal für Sicht. Hey, sind drei Stück, die ihr looten könnt. Macht dann mal beide. Ja. Hinten, oben, draußen. Ja, beim Looten erschossen worden, das hat man sehr gerne. Nein, jetzt habe ich auch noch. Jetzt kannst du ihn wieder aufheben. Ja, mach da. Nice, danke. Ey, ich habe den noch gelootet, wieso habe ich keine Sekunde mehr?
Ja, weil ich jetzt weil du ganz tot bist. Das ist nur noch der eine oben drin. Ah, okay. Hat sich geheilt? Ja, ich muss mich auch schnell heilen. Hat hinten das Tor aufgemacht? Hab noch 3 Sekunden. Sekunde. Ich habe ein Hive-Glas. Ist hier hinten links. Oben, unten? Unten, hinten links, also. Wow, ist hier unten auf dem. Ich bin schon wieder tot! Oben drauf, steht er. Das gibt's doch nicht. So, das ist ja nicht normal. Boah, Alter. Nichts in der Sicht. Eieieiei, ich glaube, ich bin jetzt 5-mal gestorben. Ist ja unfassbar. Alter, ich treffe sie mit Fächern. Treffe sie mit dem Schrot. Ah, okay, ich hatte keine Slugs drin. Aber trotzdem heftig, oder? Mann, 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 ey. Oh, was eine Runde, ey. Was war denn jetzt hier für ein Spektakel, bitteschön? Mein Gott, oh. Ich möchte bitte ganz schnell raus. Einmal wieder durchgeschwitzt, von oben bis unten. Aber weißt du, da push ich, will ich diese eine pushen und ausgerechnet, die hat eine Romero Handcannon, ey. Ja, ja. Oh, mich ärgert, dass ich so oft im Dreck wieder gelegen bin. Auch unnötig im Dreck gelegen bin. Letztendlich ist es ja auch ein ganz egal, wie oft man umfällt mit Bounty, ne? Und das ist halt das Traurige eigentlich. Ja. Ja, nimmt den Druck halt ein bisschen raus, ne? Ja, aber trotzdem, du kannst halt, guck mal, ich hatte jetzt gar keine Angst zu sterben, weil ich dachte, naja, mich kann eh wieder jemand aufheben von euch, weißt du? Und wenn das andere Team nur noch einer ist oder so, der hat ja praktisch überhaupt gar keine Chance. Selbst wenn er einen von uns rausnimmt. Und das ist halt, das müssten sie überarbeiten. Einmal Red Skull Revive, okay, aber das war's dann. Genau, einmal pro Bounty, also wenn du jetzt, wir haben 2 Bounties, die beiden Bounty-Träger können jeder einmal einen aufheben und dann müsste Feierabend sein. Genau, genau, das ist einfach viel zu viel. Ja. Guck mal, ich bin jetzt auch 2-mal gehoben worden und ich hatte überhaupt keine Angst zu sterben. Ich dachte mir, naja, wenn ich sterbe, werde ich eh wieder aufgehoben. Und das ist halt der falsche Ansatz. Nee, ich habe nicht einen Kill. Wir haben 8 Kills und ich habe nicht einen. Eieiei. Ich habe 3. Und ein Asi. Ich habe 5 tatsächlich. Ja, ich mag diese Runden in einem Compound eigentlich gar nicht. Ja, ich mag dieses Gegammel nicht, aber wir hatten keine Chance rauszugehen, weil ich glaube, dann wären wir sofort tot gewesen. Es war halt echt schwierig, aber ich finde, dafür lief die Runde doch echt gut und ich lag ein bisschen zu oft im Dreck. Aber wie eben schon gesagt, durch diesen Red Skull Revive war es mir auch egal. Ich konnte halt immer wieder aufgehoben werden. Wie schon gesagt, eben im Video der falsche Ansatz. Ich finde einmal okay, aber mehrfach aufheben finde ich total doof. Ja, weil dann kann es dir egal sein. Du kannst immer wieder zum Beispiel oben am Fenster mit der Sniper pieken. Wenn du geholt wirst, wirst du geholt. Dann wirst du wieder aufgestellt. Und ja, was sagt ihr denn dazu? Wie findet ihr das denn? Also im Prinzip finde ich das ganz gut, weil dann hat man wenigstens noch einen Anreiz, die Bounty zu holen, aber es ist einfach zu oft. Einmal aufheben reicht, meiner Meinung nach. So, und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Denkt an meinen Teamspeak, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt für euch extra. Könnt ihr jederzeit nutzen. Den hat mir game.de zur Verfügung gestellt. Könnt ihr auch gerne mal besuchen, wenn ihr selbst ein Teamspeak haben wollt. Mumble, Game Server, Root Server, Webspace, die haben alles. Da seid ihr an einer super Adresse, wirklich sensationelle. Wir hatten nicht einen Ausfall im Teamspeak oder sowas. Ich bin total begeistert. Mein Discord ist unten verlinkt und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein!